Hallo, grüß euch. Ich bin heute zu Gast bei Manfred Zackl am Berg heroben. Der ist nämlich Biobauer und wird mir heute ein paar Fragen beantworten, die Leute eigentlich mir stellen über Biolandwirtschaft. Und ich weiß oft keine Antwort. Und ich hoffe, dass du uns da heute aushelfen kannst. Ja, hallo auch von meiner Seite. Gern, ich werde es probieren. Ja, super. Es ist ja so, wir kennen uns schon länger. Der Konrad ist da bei Manfred eingestellt. Also, da haben wir schon, da kann ich auch ein bisschen eine Quinkelterin Fragen stellen. Ja, nimmst du es mal nicht übel. Du bist ja noch nicht so lang Biobauer, oder? Ja, das stimmt. Also wir haben uns eigentlich vor genau 2 Jahren, eigentlich 2,5 Jahre entschieden, dass wir umsteigen auf biologische Wirtschaftsweise. Das heißt, wir sind ganz genau am 1. November haben wir den Antrag gestellt auf biologische Wirtschaftsweise. Und dann dauert es 2 Jahre, bis man dann den Bio-Status anerkannt kriegt. Mhm. Und seit 1.11.2016 sind wir anerkannt, zertifizierter biologischer Betrieb. Mhm. Okay. Und warum habt ihr die Entscheidung getroffen? Naja, die Entscheidung war eigentlich ganz witzig. Vorher war ich ja nicht so auf der Bio-Welle, muss ich ehrlich sagen, aber es kommt die Zeit, man wird reifer, man wird unter Anführungszeichen gescheiter, vernünftiger. Und ich habe ja dann 2013 mit Bienen begonnen. Mhm. Also ich habe mir damals die ersten Bienenstöcke gekauft. Und dann plötzlich hat sich für mich die Frage gestellt, Bienen halten und nicht biologisch wirtschaften, das passt nicht zusammen. Gell? Weil einer der größten Feinde für Bienen sind einfach die Spritzmittel. Mhm. Gell? Und dann war für mich eigentlich klar, das kann nur stimmig sein, wenn ich dann auch biologisch werde. Und wir waren dann eigentlich auch aus Überzeugung her damals dann so weit, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen dieses ganze Handelsdünger, Spritzmittel, dieses ganze konventionelle Zeugs, wollen wir einfach nicht mehr. Wir wollen umweltbewusst bewirtschaften und deswegen sind wir eigentlich umgestiegen. Mhm. Und jetzt, mir sagen öfter seine Bauern, da sind so viele Auflagen und das ist einfach so kompliziert, wirtschaftliche Einbußen möglicherweise. Ist das tatsächlich so? Wo sind denn so die größten Herausforderungen beim Umstieg? Ich sage einmal, die größte Herausforderung für einen selbst ist einfach einmal diese Überwindung. Einfach aus einem gewohnten Umfeld herauszutreten, weil es läuft ja alles, es ist alles das Gewohnte. Und da kommt halt natürlich oft dieser Couch-Potato durch, der, ich will jetzt keine Veränderung. Das würde ich einmal sagen, ist sicher die größte Herausforderung. Natürlich schiebt dann jeder irgendwelche Ausreden, die Kontrollen davor, aber das ist es nicht. Weil ich muss sagen, das funktioniert eigentlich recht leicht, weil viele Sachen, die man im Biologischen erfüllt, sind ja sowieso vorgeschrieben. Aufgrund der Lebensmittelbehörde, gewisse Aufzeichnungen. Also die werden natürlich mehr. Gell? Und natürlich halt der Verzicht auf alle Spritzmittel, auf alle Handelsdünger und. Aber die erste Hürde, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, das kann einmal jeder. Mhm. Und dann wird auch jeder merken, naja, so eine gewaltige Umstellung ist es nicht. Mhm. Weil viel ist ja schon vorher passiert. Aber weil du sagst, na, kommt derjenige und sagt halt, das und das muss verändert werden. Das heißt, man braucht schon ein bisschen Budget dann zum Stall umbauen. Und so. Nein, würde ich gar nicht sagen, weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dann eine Kleinigkeit da im Stall verändern müssen. Gell? Aber das schreibt ja auch das Tierschutzgesetz vor. Gell? Also man darf da nicht verwechseln. Das Gesetz schreibt die gewisse Haltungsbedingungen vor und die meisten Haltungsbedingungen sind mittlerweile eigentlich schon so streng beziehungsweise für die Tiere so vorteilhaft, dass sie ja schon einen biologischen Status erfüllen. Also bei mir war es so, ich hätte Veränderungen im Stall sowieso machen müssen, unabhängig davon, ob ich Bio werde oder nicht. Das Einzige, wo es einmal ein Budgetproblem geben könnte, ob einer gewissen Größe, das heißt, ob einer gewissen Anzahl von Tieren, die ich auf Hof halt, dann muss ich Freilaufstall haben. Mhm. Also sonst muss das gar nicht? Nein, sonst muss das gar nicht. Damit haben sie ja irgendwo den kleinen Bauern die Möglichkeit gegeben, dass sie im biologischen Bereich bleiben. Da ist die Anbindehaltung erlaubt unter gewissen Voraussetzungen, wie zum Beispiel genug Standplatz, im Winter regelmäßig Auslauf. Also das muss schon sein. Ich kann die jetzt nicht im November einsperren und erst im Mai wieder rauslassen. Also die müssen regelmäßig rauskommen. Gell? Mhm. Aber da gibt es ja immer einen Schnittpunkt, ob einer gewissen Größe brauchst du Laufstall und wenn es noch ein paar gibt, es gibt ja da eh nicht mehr viele, der muss dann halt wirklich investieren oder
die Tiere reduzieren, was ja meistens die gescheitere Variante ist. Und unterstützt das irgendeine Stelle, die EU, was weiß ich, wer auch immer? Ja, ja, Umbau, Neubau wird sowieso gefördert. Gell. Es ist zwar nicht mehr so leicht wie vorher, weil halt die Auflage immer strenger wird, weil halt das Gold immer weniger wird, gell. Aber es ist, wird schon unterstützt. Gell. Also ich glaube, jetzt liegt die Förderquote irgendwo bei 20%. Ich meine, die Welt ist es nicht, aber besser ist nichts. Wieso ist eigentlich Bio besser? Naja, warum Bio besser ist, sage ich einmal aus einem Grund, da wird eigentlich ein Lebensmittel produziert unter wirklich strengen, kontrollierten Richtlinien. Der Konsument hat den Vorteil, durch die Kontrolle ist natürlich auch sichergestellt, dass da natürlich nicht an irgendeiner auf die Idee kommt, etwas biologisch zu verkaufen, wo kein Bio drin ist. Also das ist durch die Kontrolle nicht gegeben. Nur was man schon sagen muss, wenn man jetzt die Bio-Lebensmittel mit dem konventionellen Bereich vergleicht, es gibt da drin halt keine Rückstände. Da werde ich keine Rückstände von irgendeinem Roundup-Mittel finden oder von sonstigen Pflanzenschutzmitteln. Das ist dort, die Böen werden nicht so, oder werden überhaupt nicht ausgelaugt, weil ich keine Handelsdünger verwenden darf, ich darf nur Wirtschaftsdünger verwenden. Also was jetzt ein großes Thema ist, Glyphosat, das ist nicht erlaubt, definitiv. Das ist definitiv natürlich nicht erlaubt und somit kann das Glyphosat dann nicht in Lebensmittel irgendwo landen. Ja, das ist interessant, das heißt ja, es ist Landwirtschaft ohne Glyphosat nicht denkbar, deshalb wird es ja jetzt wieder zugelassen. Gell? Offensichtlich ja, ist es möglich, ohne dem zu arbeiten. Naja, das ist also absolut möglich. Ich meine, da kann ich jetzt als Biobauer, als dieser Biobauer nicht so viel sagen, weil wir ja nur ganz genau 1,8 Hektar Ackerfläche haben. Gell? Aber ich habe es gerade heuer selber mitgekriegt, wenn wir Richtung St. Veit fahren, da sind neben der Autostraße zwei große Ackerbauernbetriebe und zur Freude habe ich feststellen müssen, die sind gerade im Umstellungszeitraum. Ja? Also, und wenn es die machen können, die richtig doch einige Hektar unterm Flug haben, dann schafft es jeder, wenn er will. Also das, sage ich einmal, das ist nur ein Mehr, der Konzerne, dass das ohne Glyphosat nicht gehen sollte, das ist ja kompletter Blödsinn. Also das stimmt. Mir kommt das auch immer komisch vor. Diese Erde, die bringt Leben heraus und plötzlich kommen wir Menschen und sagen, ohne Gift kann die Erde nicht Lebensmittel produzieren. So ist es. Also ich sehe das immer als Widerspruch zur Schöpfung, als hätte sich der Herrgott da irgendwo vertan. Ja. Jetzt müssen Gott wir sei Dank kommen genau, die Gott Konzerne, sei Dank, die Chemiekonzerne. Sind wir Menschen so gescheit und machen es besser. Also das stimmt überhaupt nicht. Und interessanterweise kommt man ja dann drauf, weil dieses Konventionelle, das ist jetzt 40, 50, 60 Jahre, wird so gewirtschaftet und plötzlich kommt man drauf, naja, okay, es ist jetzt überhaupt kein Problem, wenn da auf einmal ein bisschen mehr Unkraut kommt oder man kommt auf die Idee, dass man zwar Früchte zugleich anbaut und dass eigentlich die eine Frucht die andere ergänzt, dass sie einfach wirklich günstigere Bedingungen. Ja, genau, also günstigere Bedingungen schaffen durch diese Gemeinsamkeit. Also da tut sich sicher viel. Hat man das nicht vorher, vor dem ganzen Chemieboom da auch gewusst? Das hat man absolut gewusst, würde ich einmal sagen. Also wenn ich zurückdenke auf meine Schulzeit, ich meine, der Lehrer, würde ich sagen, hat es ja auch nicht besser gewusst, jetzt hat ja keiner besser gewusst. Es war halt einfach diese Erneuerung vor meiner Schulzeit schon. Jetzt haben wir es. Kunstdünger, Spritzmittel, jetzt braucht ihr euch mit dem halt alle nicht mehr ärgern. Freilich hat es auch Ertragssteigerung gegeben. Nur muss man eigentlich jetzt sagen, was hat uns der Ertragssteigerung gebraucht? Die Ertragssteigerung hat uns eigentlich nur billigste Preise bei den Futtermitteln und Lebensmitteln. Und so einen Überschuss hört man immer, in Wien wird so viel Brot weggeschmissen, wie in Graz produziert. Genau, und das ist das Problem. Wir haben einen riesen Überschuss, der weggeschmissen wird und auf der anderen Seite, das muss man schon auch dort fließt Bio ein, hungern in Brasilien von mir aus oder irgendwo in Südostasien Kinder, weil die nicht genug zum Essen haben, weil wir das Soja für die Rindermast von dort her importieren. Damit weil, wir billiges Fleisch haben. Genau, damit wir halt ordentlich Fleisch billig produzieren können. Und das ist nicht in Ordnung. Wir hätten selber genug. Wir brauchen halt uns nur irgendwo auf einem vernünftigen Level reduzieren, weil ich glaube, wir müssen nicht produzieren, damit wir es wegschmeißen können, oder? Ja. Schon um die Arbeit, denke ich mal. Das ist ja eigentlich ein guter Ansatz, was du gesagt hast, dass man quasi nur in einem Land so viel Masttiere haltet, wie das Land selber an Futter hergibt, oder? Weil dann hätte man auch nicht das Problem mit dem Gülleüberschuss, weil habe ich schon gehört, was weiß ich, Holland oder was muss andere Länder bezahlen, dass sie es an Gülle abnehmen, weil
quasi die Nahrung der Tiere kommt aus einem anderen Land, aber kacken tun sie natürlich dort, gell? Jetzt hat man dort ja... So ist es, dort hat man natürlich einen Überschuss, weil ja die Tiere irgendwo das ausscheiden müssen, was sie aus einem anderen Land zuführen. Also dort tue ich eigentlich irgendwo den Boden ausrauben. Zurückkommen dort wenig. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, wohin damit. Gell? Mhm. Und ich meine, Gülle ist ja in sinnvollem Maße ja nicht giftig oder irgendwie. Ich meine, freilich wird sich keiner drin am Boden oder waschen, weil es irrsinnig stinkt. Mhm. Aber natürlich, wenn ich zu viel Gülle auf ein Feld gebe, habe ich damit ein Problem. Speziell beim Grundwasser mit dem Nitrat. Ich meine, das kennen wir eh. Also da wäre natürlich ein guter Ansatz, dass man wirklich wieder eine soziale Marktwirtschaft oder Agrarwirtschaft einführt, dass man das ein bisschen reglementiert. Wenn man das anspricht, kommen oft so Argumente, die für mich Wahnsinn sein, als wenn billiges Fleisch ein grundsätzliches Menschenrecht war. Quasi, man kann ja nicht verlangen, dass dann Menschen, die nicht so viel Einkommen haben, dann weniger Fleisch essen oder teureres Fleisch kaufen müssen. Ich meine, ist das ein Argument? Nein, das ist überhaupt kein Argument, weil ich ja selber ich war einmal eine Zeit lang vegetarisch, das hat mir irrsinnig gut getan. Dann bin ich ein bisschen schwach geworden. Jetzt hat sich auf einen geringen Fleischkonsum eigentlich eingependelt, generell in der Familie. Gell? Ich würde heute sagen, wäre das Fleisch dreimal so teurer im Supermarkt, wäre das eigentlich ein Segen für jeden Einzelnen, weil Fleisch ist im Übermaße, so wie es jetzt konsumiert wird, einfach total ungesund für die Leute. Ja, vor allem auch so, wie es produziert wird in der Masse. Genau. Ich meine, die Viecher, was die da durchmachen. Das ist das nächste Problem. Jetzt sind die Tiere natürlich mit Rückständen aus den ganzen Spritzmitteln oder Stress. Genau, Stress aus der Medizin. Also, die brauchen natürlich viel Antibiotika und was ich was, alle von den Medikamente, damit es in dieser Massentierhaltung geschieht. Und gerade letztens hat eigentlich ein Arzt bei einem Vortrag gesagt, das habe ich eigentlich gar noch nie so gesehen, wo er eigentlich gesagt hat, die Panikattacken bei den Menschen ist eigentlich erst durch die EU aufgetreten. Und warum eigentlich mit der EU, damit es auch die Zuseher verstehen, durch die EU war erst das erste Mal in Österreich Massentierhaltung möglich. Mhm. Es ist eigentlich durch dieses ganze Förderungswesen ist eigentlich damals schon bewusst die Massentierhaltung gegangen. So, und jetzt kommen viele Tiere in Anstall. Die haben dort natürlich schon den Stress, permanent. So, und dann kommen diese vielen Tiere auf einen Lastwagen. Und dann kommen diese vielen Tiere in einen Schlachthof, wo sie natürlich mitkriegen, was jetzt mit Zähnen passiert. Da ist Panik. Mhm. Und die Panik ist dann natürlich in jeder Zelle vom Körper des Tieres abgespeichert. Mhm. Und das essen wir mir genussvoll als Schnitzel mit. Was darfst du eher kaufen? Ein konventionell produziertes Lebensmittel aus dem Heimatland, also bei uns aus Österreich, oder ein biologisch produziertes aus dem Ausland, von mir aus aus Peru? Über das reden wir eigentlich, meine Frau und ich, oft über das Thema, weil wir sagen, was ist gescheiter, die konventionellen Tomaten im Frühling aus dem Inland oder die Biotomaten aus Italien. Gell? Da sind wir halt so, dass wir sagen, okay, nehmen wir die Biotomaten aus Italien, weil ob die jetzt aus Niederösterreich kommt oder aus Italien. Fast gleich weit. Genau, ist fast gleich weit. Natürlich aus Peru, Brasilien oder die Geschichten, die kommen für uns überhaupt nicht in Frage, weil auch im Bio-Gedanken muss man den Transport-Eindruck mit einfließen lassen. Einfach diesen biologischen Abdruck, den man durch dieses Produkt hinterlässt. Und ich meine, ich kenne die Standards dort nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob die dort genauso streng kontrollieren. Aber wenn das Produkt dann da ist, muss dann nicht da noch einmal kontrolliert werden? Es wird insofern kontrolliert, sage ich einmal, dass der Mengenfluss genau passt. Es werden wahrscheinlich auch Proben gezogen, bin ich mir ziemlich sicher, wo auf Rückstände untersucht wird. Wird sicher passieren. Ja. Nur ich finde es einfach nicht sinnvoll, wieso soll ich irgendein Bioprodukt aus dem Ausland kaufen? Oder aus dem weiten Ausland, wenn wir es dann im Sommer eh wieder da haben. Und speziell bei uns in der Bio-Imkerei, weil unsere Imkerei ist ja auch Bio, da gibt es immer die Möglichkeit, entweder kaufe ich im Frühling Bio-Zucker aus Österreich zum Füttern oder Bio-Rohrzucker aus Brasilien, der aber billiger ist. Und da sage ich auch ganz klar, als überzeugter Biobauer nimm mir natürlich den einheimischen Zucker, nimm den Mehrpreis natürlich gern in Kauf, weil ich sage, ich halte nichts davon. Also das finde ich, sollte Bio seine Grenzen haben. Du, was mich noch interessiert, wie ist denn das in Österreich mit der präventiven Antibiotikagabe bei Schweinen, bei Rindern, bei Hühnern? Das ist nicht erlaubt, oder? Oder wohl? Weißt du, was zufällig?
bei also Gewinnern, konventionell meine ich, ja, gar nicht Bio? Konventionell Bio sicher nicht. Also ja. Das spült sich nicht. Also du darfst sicher nur Antibiotika einsetzen, wenn du eine Krankheit hast. Dann hast du aber das Problem, du hast die doppelte Wartezeit. Gell? Also das ist zum also, Schlachten hin. Genau, zum Schlachten hin oder auch zur Milch hin, wenn ich bei den Kühen was habe. Also das überlegst du halt dreimal, bevor ich da die Antibiotika einsetze, weil wenn du die Wartezeit nicht einhalten kann oder ja, erstens kann ich es sowieso nicht verkaufen als Bio, ist es einfach ein Schmarrn. Ob es jetzt präventiv Antibiotika gibt, in der Hühnerhaltung kann ich es mir vorstellen. Was ich weiß, es gibt präventives Medizinfutter. Was da alles drin ist, kann ich nicht sagen. Das wird in der Schweinemast, in der Rindermast, in der Hühnerhaltung sowieso angewendet. Das ist immer laufend. Okay. Das sind die Futtermittel von Haus aus mit medizinischen Komponenten. Wenn sie noch klein sind, die Viecher, oder durchgehen? Von Anfang an, ja. Genau. Also auch später? Auch später, ja. Es ist nachher, je nachdem, wie es geregelt ist, dann gibt es Wartezeiten. Sollten Wartezeiten gegeben sein, dann muss es eh rechtzeitig absetzen, das Futter, vor der Schlachtung. Weil das ist natürlich auch im konventionellen Bereich sehr streng. Nur würde ich sagen, würde ich nicht darauf garantieren, dass dann, wenn man das Fleisch untersucht, dass da keine Rückstände drin sind. Ja. Ich meine, wenn ich solche Hallen von weiß ich wie viel, 20.000 oder noch mehr Hühner sehe, und ich weiß, wir haben selber mal Hühner daheim gehabt, war bei 30 schon, wenn da einmal ein bisschen was war, die sind gleich krank geworden. Wenn jetzt bei 20.000 Hühner, dann ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es ohne Antibiotika überhaupt geht. Nein, so empfindlich wie, oder Buten, sind ja noch empfindlicher. Ja, die sind noch empfindlicher. Also da ist natürlich ein medizinisches Futter. Ja. Ich kann jetzt nur nicht sagen, was da alles ist. Drinnen ist. Das ist einfach ein Muss, ohne den geht es nicht. Das heißt, als Bauer und als Konsument zahlt sich Bio aus. Ja, ich würde das auf alle Fälle sagen, weil man muss ja immer ein bisschen weiterdenken und nicht bis zur Tischkante, sage ich einmal. Es ist noch jedes Spritzmittel verboten worden in der Vergangenheit, weil der Mensch halt oft eine Zeit braucht, bis er draufkommt, wie schädlich dieser Wirkstoff da drinnen ist. Das wird sich in Zukunft genau gleich weiterführen. Und da stellt sich für mich die Frage, machen wir es gleich heute oder erst morgen, die Umstellung auf total Bio. Und das ist möglich. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Einblick in die Bio-Thematik gekriegt, ob als Bauer oder Konsument. Und wenn irgendeine Frage nicht beantwortet sein sollte, schreibt einen Kommentar, ich werde sie an Manfred weiterleiten und der wird dann beantworten. Gell? Ja. Passt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.